Elektromagnetische Felder und die damit verbundenen Probleme und Gefahren sind in den letzten Jahren besonders ins Bewusstsein der Bevölkerung gedrungen. Ganz aktuell zum Beispiel die 5G-Technologie. Bei mir sitzt heute im Studio Norbert Häuser, den ich sehr herzlich begrüße. Liebe Zuschauer, auch ein herzliches Willkommen an euch zum folgenden Gespräch. Lieber Norbert, meine erste Frage an dich. Wie kamst du zu dem Thema der elektromagnetischen Felder? Das ist ganz einfach, wenn man sich im Bereich alternative Medizin bewegt und im Bereich Bewusstsein, muss man über elektromagnetische Felder stolpern. Nach meiner Definition sind die beiden größten Ursachen für die Krankheiten heutzutage, die man so hat und die Probleme mit sich und der Welt und der Gesundheit, psychosomatischer Natur, was sehr unterschätzt wird in der traditionellen Medizin, und elektromagnetische Felder. Die beiden Teile sind also überwiegend, die uns torpedieren in unserer Gesundheit, in unserem Leben jeden Tag. Und es wird immer schlimmer mit elektromagnetischen Feldern. Kannst du uns beschreiben, was genau ein elektromagnetisches Feld ist? Also die Definition sagt, ein elektromagnetisches Feld ist ein physikalisches Kraftfeld, was sowohl aus elektrischen als auch aus magnetischen Komponenten besteht. Gut. Das heißt, wenn du eine Steckdose hast, dann hast du niederfrequente elektromagnetische Felder. Und wenn du sogenannte Übertragungsinformationen hast, wie Mobiltelefon, Fernsehen und so weiter, dann hast du hochfrequente elektromagnetische Felder. Das ist allgemeine Physik, das ist so mehr oder weniger bekannt. Aber es trifft eigentlich, was soll der Mensch damit anfangen, mit dieser Definition? Und als ich mich dann mal damit auseinandergesetzt habe und ein bisschen in die Entfernung gegangen bin von außen, na, kommt man nicht drum rum zu sagen, es gibt zwei Arten von elektromagnetischen Feldern. Nicht die, die wir jetzt gerade berührt haben. Aus der Vogelperspektive gibt es natürliche elektromagnetische Felder. Und da sind sich viele nicht darüber im Klaren, dass wir natürliche elektromagnetische Felder haben, die wir so gar nicht beeinflussen können. Bedingt durch terrestrische Strahlungen, die wir haben, durch Erdverwerfungen, durch sogenannte Curry- oder Bankergitter, die wir ein Schachbrett, die ganze Welt alle 2-3 Meter kreuzen, wie ein Schachbrett, Wasseradern. Ja. Und alle diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, kreieren elektromagnetische Felder. Und da sind sich viele nicht bewusst darüber. Wenn wir heute über elektromagnetische Felder sprechen, meinen wir immer Mobiltelefone und all diese Dinge. Ja? Nein, zuerst mal haben wir elektromagnetische Felder, mit denen wir leben müssen, die naturgegeben sind. Und das ist das meist unterschätzte Thema in der Medizinwelt. Ich kenne keinen Arzt, noch nie einen getroffen, der zu dir gesagt hat, bevor wir jetzt anfangen, dich zu behandeln, schauen wir doch mal, ob du zu Hause in einem elektromagnetischen Feld lebst. Geopathische Felder, sagt man dazu, oder geopathische Stressfelder. Kein Arzt schaut darauf hin. Was passiert jetzt, wenn du in den drei Hauptbereichen des Lebens, das ist das Bett, die Couch, wo man oft sitzt und Fernsehen schaut und liest und so weiter, ja? Und der Arbeitsplatz, bei vielen ein Büro oder ein kleiner Raum, in dem man arbeitet und so. Das sind die drei Hauptbereiche, in denen du die meiste Zeit deines Lebens verbringst. Wenn du in diesen drei Bereichen ein geopathisches Feld hast, dann torpediert das deinen Körper maßgeblich und zehrt an deiner Gesundheit. Das spürt man nicht, das riecht man nicht. Viele Leute haben schlaflose Nächte, haben Probleme beim Einschlafen, können nachts nicht ruhig schlafen. In fast all diesen Fällen ist geopathisches Feld im Bett. Gut, wenn deine Frau dich gestern verlassen hat, dann kannst du vielleicht heute Nacht nicht schlafen, das ist ein anderes Thema. Aber im Normalfall sind das diese Themen geopathische Felder, geopathische Stresszonen. Das weiß man seit frühen Zeiten, das ist bekannt. Routengeher können das in ein paar Minuten feststellen, ob du ein so ein geopathisches Feld hast bei dir. Nun, wenn das auf der Toilette ist und dann bist du 5 Minuten am Tag, dann interessiert das niemanden. Aber wenn es in deinem Bett ist oder in deiner Couch am Arbeitsplatz und du bringst da jahrelang, stundenlang, jeden Tag zu, da kommt das Problem rein. So, jetzt kann jetzt ein guter Kinesiologe oder ein guter Routengeher, auch in diesen Berufen gibt es gute und schlechtere, wie in jedem Beruf, wie immer. Wenn jetzt so ein Routengeher Beispiel dein Haus vermisst, wird er feststellen, wo du solche geopathische Felder in deinem Haus hast. Und dann muss es Ziel sein, aus diesen Feldern sich rauszubewegen. Also Beispiel, wenn du jetzt so ein Feld in einem Bett am Bett hast, dann solltest du das Bett verstellen.
wenn es möglich ist. Ja. Da hilft dir ein Routengeher. Und das habe ich mir angeschaut und natürlich bei mir selbst immer ausprobiert. Nicht nur, dass ich das mir anlese. Und dann findet man Literatur, findet man hunderte, Jahrhunderte, tausend Jahre alte Beispiele, wo man also das wusste bereits und Routengeher das ausgemessen haben. Und so, und das ist zunächst mal das gravierendste elektromagnetische Feld, in dem wir uns jeden Tag bewegen. Und jetzt überleg dir mal, du lebst in so einem elektromagnetischen Feld, Beispiel in deinem Bett oder deinem Couch zu Hause. Dann wird jemand krank, kommt ins Krankenhaus und zufällig ist dieses Bett ebenfalls wieder in so einem elektromagnetischen Feld, in geopathischen Zone. Ja? Dann kann jemand nicht wirklich nachhaltig gesund werden. So, und wenn man sich das anschaut, dann sagt man, okay, das ist das wichtigste, zunächst mal grundlegendste elektromagnetische Feld. Da können wir nichts gegen unternehmen als solches. Die Natur hat das gegeben. Wie gesagt, Routengeher sagen dir dann, zieh hier und zieh dahin. Ich habe dann vor 2 Jahren ein Produkt entwickelt, das man in eine Steckdose steckt und das dann die elektromagnetischen Felder von den geopathischen Zonen in deinem Raum total harmonisiert. Nochmal ganz kurz zu den elektromagnetischen Feldern, die naturgegeben sind. Welche genau gibt es denn da? Da gibt es die Wasserstrahlen, die Wassererdstrahlen. Mhm. Ja. Mhm. Dann gibt es die sogenannten Curry-Gitter und Banker-Gitter. Das sind verschiedene Gitterzonen, die rumlaufen auf der Welt, die einfach existieren, wie ein Schachbrett, wie gesagt. Erdverwerfungen, Erdstrahlen, die vom Erdinnen rauskommen, aber auch von dem außen kosmischen Bereich auf die Erde niederstrahlen. Und diese elektromagnetischen Felder sind da. Die sind messbar, die kann man nachweisen, die sind einfach da, da weiß man auch drum. Aber man ignoriert das Thema, weil man keine Lösungen hat. Was machen die ganz genau? Was ist bekannt? Das Problem ist nicht das elektromagnetische Feld. Das habe ich selbst jahrelang geglaubt. Und das, was ich früher mit zum Teil gesagt habe, stimmt für mich heute nicht mehr so. In dem elektromagnetischen Feld hast du ein sogenanntes Torsionsfeld oder ein Informationsfeld, sagt man auch dazu. Und dieses Torsionsfeld ist chaotisch. Und dieses chaotische Torsionsfeld ist das, was den Körper torpediert, was uns krank macht. Nicht das elektromagnetische Feld selbst, sondern das Torsionsfeld im elektromagnetischen Feld oder das Informationsfeld. Wie kannst du so ein Torsionsfeld beschreiben? Wie kann man sich das vorstellen? Du musst dir vorstellen, dass du einfach eine Energie hast, die da abläuft, ja, die sich bewegt. Und diese Energie läuft chaotisch. Und der Mensch ist basierend auf Harmonie. Und in dem Augenblick, in dem Harmonie bei einem Menschen gestört wird, Chaos statt Harmonie, wird der Mensch krank. Das ist ganz einfach, hört sich ganz einfach an. Ist auch ganz einfach, denke ich. Wenn du in einem Harmoniezustand lebst, kannst du nicht krank werden. Du kannst nur krank werden, wenn du in ein Chaos kommst. Mhm. Und diese Torsionsfelder im elektromagnetischen Feld kreieren, sind Chaos und torpedieren den Körper, machen dich krank. Frage, die sind ja naturgegeben, diese Felder. Richtig. Welche Bedeutung haben die denn ursprünglich? Es muss doch einen Grund dafür geben, dass es diese Felder gibt. Und dann, wenn die dann auch noch dazu Chaos erzeugen in diesen Torsionsfeldern, genau, dann frage ich mich natürlich zuerst, warum ist das so? Also ich, ehrlich gesagt, kann ich das nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Dann müssen wir in eine Sphäre einsteigen von Göttlichkeit, von Entstehung der Welt, von vielleicht auch außerirdischen Kräften, die darum experimentiert haben oder rumspielen oder uns Böses wollen. Also gibt es eine ganze Bandbreite von möglichen Diskussionen und Ursachen und Gründe und Beweggründe. Und ich muss sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Ja? Wenn ich zum Beispiel Leute untersuche nach Lebensmittelunverträglichkeit und jemand verträgt die Tomate nicht, fast alle vertragen Tomaten nicht, dann frage ich jetzt, ist mein Wissen einfach nicht groß genug zu sagen, warum ist das jetzt so bei dem? Ja? Ich kann nur feststellen, dass es so ist. Da fehlt mir einfach das Wissen. Und das geht sehr in den Bereich von Esoterik rein, sehr in den Bereich von Glauben an Leben, Vorleben, Nachleben. Ist der Mensch nur Fleisch und Blut? Gibt es geistige Wesen? Gibt es Dämonen? Gibt es Leute, die diesen Planeten beherrschen? Gibt es Leute, die diesen Planeten Schlechtes wollen? Was immer der Grund ist, ich kann das ehrlich gesagt nicht sagen. Mhm. Ich kann nur die Resultate sehen. Das Resultat heißt, es gibt ein Chaos im elektromagnetischen Feld. Das heißt, Torsionsfeld beschreibe ich auf meiner Webseite nochmal. Ja. Und Gott sei Dank. Also
Nochmal, du hast ja mehrere jetzt erwähnt, also diese Erdstrahlen, auch Pyrigitter, Bänkergitter und so weiter, sind ja, es handelt sich ja da um verschiedene natürliche elektromagnetische Felder, die jeweils Torsionsfelder erzeugen, die jeweils chaotisch sind und dann auch noch etwas miteinander machen, ist das so? Ja, das elektromagnetische Feld hat ein Torsionsfeld. Mhm. Ja. Und früher, jedes elektromagnetische Feld hat logischerweise ein Torsionsfeld. Ja. Sonst könnte es gar nicht aktiv und sein. Und dieses Torsionsfeld ist chaotisch. Mhm. Und das ist das, was den Menschen krank macht. Und meine Aufgabe war es denn, nachdem ich das denn so erkannt habe, zu sagen, was ist die Lösung? Ja? Egal jetzt, wo der Grund ist. Ja? Egal, wo der Grund ist, was ist die Lösung? Und die Lösung war offensichtlich, wir können die elektromagnetischen Felder nicht stoppen. Wir müssen sie harmonisieren, wir müssen damit umgehen lernen. Der Mensch hat ja auch, erzeugt ja auch ein elektromagnetisches Feld. Er hat ein elektromagnetisches Feld. Hat eins, ne? Was genau. So zwischen 60, 80 Milliwatt pro Quadratmeter liegt. Das ist natürlich, das ist okay. Aber mehr als 120, 150 ist halt bedenklich und macht krank. Das elektromagnetische Feld, das der Mensch erzeugt, also was er selber erzeugt, ist das auch chaotisch oder ist das grundsätzlich harmonisch? Das ist harmonisch. Immer? Das ist harmonisch. Das ist einfach ein Bestandteil seiner Natur, seiner Gegebenheiten. Ja? Und nur wenn wir dieses denn verstärken und torpedieren mit anderen elektromagnetischen Feldern, da gibt es Rückkopplungen. Aber das ist so schwach, dass es also nichts. Gib mir ein Beispiel. Dein elektromagnetisches Feld ist einmal 80, 90 Milliwatt. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt ein Mobiltelefon habe, dann erzeugt das zwischen 2000 und 6000. Ein Elektroauto liegt jeweils jenseits von 8000 Nanotesla, mal als Beispiel. Das ist eine andere Einheit, Nanotesla. Also diese sind Werte, sind Größenordnungen, die der Mensch nicht mehr verdauen kann. Das kann man nicht verarbeiten. Beispiel, ein Mobiltelefon pulst an einem Tag 18 Millionen Mal durch deine Zellen. Das bedeutet, wir umgeben uns täglich und zwar immer mehr mit künstlichen elektromagnetischen Feldern. Wirst du mit Sicherheit jetzt auch noch ein paar Sätze dazu sagen können, die zum einen wohl reagieren mit den natürlichen elektromagnetischen Feldern, die schon da sind. Muss ja irgendwie auch eine Rückkopplung oder irgendwas geben. Also, dass die etwas miteinander machen, ist logischer, als dass sie das lassen. Und natürlich in erster Linie machen sie etwas mit dem eigenen Feld oder mit mir selber. Mhm. Jetzt muss man gar nicht von einem elektromagnetischen Feld sprechen, was ich selber erzeuge, sondern wirklich von meinem oder von deinem oder von dem Organismus eines jeden Menschen. Ja, genau, wenn du jetzt hinschaust, also wir haben jetzt über die natürlichen elektromagnetischen Felder gesprochen, die sogenannten geopathischen Felder oder geopathischen Stresszonen, die gilt es zu harmonisieren. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Oder denen auszuweichen. Zumindest an den Hauptplätzen des Lebens. Schlafen, Fernsehschauen, Bürostuhl. Ja? Mhm. So, das mache ich, indem ich diese Felder, meinen Sitzplatz verrücke, mit Hilfe von Rudengear. Oder unser Gerät, was wir entwickelt haben, was man in die Steckdose steckt, was dieses alles harmonisiert. Egal, ob sie existieren oder nicht existieren. Interessiert mich denn nicht mehr. Kann man auf meiner Webseite nachlesen. Mhm. So. Und dann gibt es die menschengemachten elektromagnetischen Felder, die von Menschenhand gemacht sind, die natürlich heute in einem Übermaße stattfinden, das überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Egal ob das Mobiltelefone, schnurlose Telefone, WLAN-Stationen, GPS, Mikrowellenherde sind, Elektroautos. Elektroautos ist höchstgradig schädlich für den menschlichen Körper. Sogar das normale Auto hat elektromagnetische Felder, wie ich auf meiner Webseite nachweise. Ich weise das nach. Ich gehe nicht hin und erzähle das nur einfach so. Auf meiner Webseite gibt es also Videos, wo ich zeige, wie ein Elektroauto oder ein normales Auto deinen Körper torpediert. Gut, das ist ja auch logisch. Jedes Auto ist heutzutage voll mit Elektronik. Und wir setzen uns da rein in dieses Gebilde. Ja. Also muss da auch was passieren. Genau. Ja. Dann haben wir GPS, wir haben Smart Meter, Tablets, Bluetooth, Mikrowellenherde. Alle diese Dinge erzeugen elektromagnetische Felder. Und die haben wir natürlich alle als Geschenk Gottes angesehen. Ich weiß noch, als ich jung war und die Mikrowellenherde kamen. Ja, Mensch, klasse, Kaffee in 10 Sekunden, ist doch super, ja.
Wir haben alle nicht gewusst, was da wirklich passiert, wie schädlich das ist. Und wir finden die alle diese Dinge toll. Wer mag schon heute ohne oder kann heute ohne ein Mobiltelefon leben? Es gibt ja nahezu, also regelrecht eine magnetische Anziehungskraft genau dieser, natürlich, also diesen Dingen gegenüber. Ja, ja, und Abhängigkeiten. Ja. Ja. Also immer bei jungen Menschen mehr noch als bei Erwachsenen sehe ich immer mehr die Abhängigkeit. Als meiner jüngsten Tochter ein sogenanntes Smartphone, ein teuflischer Name, ein Smartphone gab, habe ich ihr gesagt, wenn ich feststelle, dass das Smartphone wichtiger ist als das Leben, nehme ich es dir weg. Ja? Wenn du es nicht benutzt als Werkzeug, sondern wenn du es benutzt als Lebensinhalt, dann ist was schiefgelaufen und das ist der Fall. Ja? Also alle diese Geräte erzeugen elektromagnetische Felder, die uns extrem torpedieren und extrem schädigen. Und das zeige ich in meinen Workshops, das jeden Tag live mit Personen. Und auf meiner Webseite, wie gesagt, zeige ich Beispiele, wo Leute das sehen können. Und dann haben wir jetzt ein Gerät entwickelt und das ist das Interessante, besonders Interessante dabei. Bisher konnte ich das immer nur mit Kinesiologie nachweisen, was manche Leute akzeptieren, Muskeltest, sogenannte Muskeltest, und manche Leute nicht akzeptieren. Und jetzt haben wir ein Testgerät, und das siehst du auf meinen Videos, wo ich dieses chaotische Feld nachweisen kann mit einem Messgerät. Das heißt, ich habe ein elektromagnetisches Feld in Chaos. Das Messgerät, die Nadel, springt von links nach rechts und zeigt das Chaos an. Wir verändern die Qualität des elektromagnetischen Feldes in Harmonie und auf einmal macht die Nadel bupp und sie steht auf Null und zeigt die Harmonie an. Mhm. Und dort bin ich ja stolz drauf, sehr froh drüber, weil wir jetzt das messtechnisch einfach mal zeigen können, was da passiert. Vorher konnten wir das nur kinesiologisch machen. Jetzt können wir es kinesiologisch und mit Messgerät machen. Mhm. Und das sind die menschengemachten elektromagnetischen Felder und da gibt es keine Grenzen. Also es geht immer weiter. Jetzt das Neueste ist jetzt diese sogenannten Smart Meter heißen die oder wie? Ja, Smart Meter? Genau. Dieses Smart Meter oder Smartometer, genau. Ja. Und wo man einfach hingeht, statt früher, wo der Stromabzähler kam oder Wasserableser und hat das manuell abgelesen, machen sie jetzt ihre drahtlosen Stationen hin und geben uns als Bürger ein erneutes elektromagnetisches Problem ins Haus. Sie bringen mir das elektromagnetische Problem ins Haus. Also selbst jemand, der jetzt zum Beispiel sagt, in meinem Haus gibt es kein WLAN, ich mache kein Mobiltelefon, bla 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 und versucht, sich maximal zu entschärfen, bekommt er jetzt von staatlicher Seite eins draufgedrückt, wo der Staat sagt, das interessiert uns nicht. Das machen wir jetzt so, auch wenn es deinen Körper schädigt, wenn du krank davon wirst, interessiert uns keinen Moment. Wir geben dir jetzt ein Smart Meter. Ja? Mhm. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, das können wir nicht mit uns machen lassen. Also irgendwo ist Schluss mit lustig. Und habe dann ein Gerät jetzt angeboten und habe das dann aus Spaß heraus Smart Defender genannt. Also zu Deutsch Smart, dann Verteidiger. Also gegen den Smart Meter verteidige ich mich jetzt smart, ja, und neutralisiere dieses Chaos, weil ich das nicht mehr akzeptiere. Egal wie gesund ich leben möchte, der Staat macht es noch problematischer. Und im Endeffekt heißt das, wir alle müssen für das, was der Staat versaubeutelt oder die Großindustrien, müssen wir persönlich bezahlen. Durch Krankheit oder durch Geld, indem wir Produkte uns anschaffen und installieren, um uns von dem Wichtigsten mal zu schützen. Ja. Und da führt kein Weg dran vorbei. Die Leute stöhnen immer, wenn sie zu meinen Workshops kommen und sagen, ja, Leute, du kannst jetzt hingehen und mit deinem schlechten Mobiltelefon weiterleben oder du kannst für 100 Euro was dran machen und du bist geschützt, passt da aus. Oder Smart Meter oder WLAN. Ja. Sie haben ein WLAN-Produkt, das steckst du in die Steckdose rein und das WLAN in deinem Raum ist geschützt. Und das Problem ist ja heute, das WLAN ist ja ein größeres Problem wie das Mobiltelefon. Beim Mobiltelefon kannst du noch sagen, du, ich habe kein Mobiltelefon, ich schalte es ab, ich lege es in die Ecke. Da gibt es auch dieses falsche Missverständnis, oder sagt man nicht doppelte Missverständnis, da gibt es Missverständnis, dass Leute glauben, wenn sie es auf Flugmodus stellen, dass dann alles okay sei. Zeige ich in meinem Workshop, das ist vollkommener Schwachsinn. Auch im Flugmodus schädigt das Telefon dich. Bitte dran denken, auch im Flugmodus. Ja? So. Und das kannst du noch alles abstellen. Aber dann auf einmal stellst du fest, wenn du mit dem Computer bist, ja, da kommen ja 10 Stationen von Nachbarn zu mir rein. Der Nachbar und der, alle ihre WLAN-Stationen funken zu mir rein. Mhm. Oder ich gehe zu McDonald's oder ich gehe zur Toilette oder ins Kino oder sonst wohin. So, und deswegen ist WLAN eigentlich heute noch das größere Problem als Mobiltelefon. Weil sich davor zu schützen, weil diese Felder einfach noch viel stärker sind.
Und die sind da, du kannst sie nicht kontrollieren. Mhm. Wie gesagt, Mobiltelefon ist deine Entscheidung. Ja. Dein WLAN zu Hause ist deine Entscheidung. Aber das Nachbarn-WLAN-Stationen sind nicht meine Entscheidung. Kannst du nichts machen, genau. Ja? Also haben wir das gesagt, ich muss ein Gerät entwickeln, das diese Nachbarn einfach vor der Tür lässt, beziehungsweise wir dann das Chaos im Torsionsfeld harmonisieren. Basta aus. Das ist der einzige Weg. Wenn ich mich nicht davon trennen kann, muss ich es handhaben. Und die Handhabung heißt Harmonisierung. Ob ich das mache mit meiner kleinen Firma oder andere Firmen, die gute Produkte entwickelt haben. Da gibt es auch viele Firmen, die nicht so gute Produkte haben. Es spielt keine Rolle. Ich muss es harmonisieren. Eine Frage habe ich. Und zwar, wenn ich jetzt in so einem harmonisierten Feld lebe, also ich schütze meine Wohnung und Schlafzimmer, Arbeitsplatz, und halte auch sonst mich sehr zurück mit Handy und so weiter und so fort. Und begebe mich dann raus, sozusagen in die feindliche Umgebung, die praktisch, also die ich nicht schützen kann. Die freie Wildbahn. Die freie Wildbahn, genau. Und es hast du vorhin ja erzählt, wir merken das kaum. Also natürlich gibt es elektrosensitive Menschen, wahrscheinlich sogar auch immer mehr als früher. Aber viele von uns merken überhaupt nicht, dass diese Felder da sind. Das macht erstmal nicht wirklich rein spürbar, so wie Wärme und Kälte etwas mit uns, also was wir sofort beobachten können. Das heißt also, dass ich nicht unbedingt am Körper bemerke, wann ich in einem geschützten Feld bin und wann in einem ungeschützten Feld. Und gibt es denn auch Möglichkeiten, dass ich mich selbst in irgendeiner Form da trainieren kann? Denn das, beziehungsweise andersherum, wenn ich in einem geschützten Feld bin, in meiner Wohnung, und dann gehe ich raus und bin sofort in einem ungeschützten Feld, komme ich ja jedes Mal so gefühlt in die Kälte, ohne dass ich das überhaupt wahrnehmen kann. Ist das nicht noch stressiger für den Körper? Jein. Also die Frage ist sehr, sehr interessant. Und auf meiner Webseite habe ich da auch ein bisschen was drüber geschrieben. Genau über diese Frage. Also erstmal, wir müssen vom Konzept her gehen. Was kann ich maximal tun, um mich maximal zu schützen? Mhm. Beispiel, ich bin jetzt von Amerika hier angereist und habe nicht meine Wasserqualität, wie ich zu Hause habe. Also werde ich jetzt 2-3 Wochen in Deutschland leben mit Kompromisswasser, was ich trinke. Was ich dazu bezeichne. Ist okay. Steckt der Körper auch weg, wenn es nicht permanent ist. Ja? So, wenn du jetzt dein Haus, sagen wir, deine gesicherte Burg verlässt, ja, und gehst raus ins Freie. Erstens mal habe ich 1-2 Geräte, die du dir einfach in die Tasche steckst, um dir einen sogenannten Schutzwall zu geben, um dich herum, 2-3 Meter Durchmesser, wo du also praktisch wie ein Schutzwall durch die Gesellschaft gehst. Mhm. Okay, dann kann ich mich jetzt neben dir setzen und du hast ein sogenanntes Mobiltelefon, was zerstörerisch ist, das macht mir nichts an. Okay. Im Gegenteil, ich schütze dich sogar noch mit dabei. Okay, gut. Aber es gibt dieses Symptom, wenn ich kurzzeitig, Beispiel, durch die Landschaft laufe, sprechen wir jetzt nicht mehr vom Mobiltelefon, sondern durch die Landschaft und natürliche geopathische Felder habe, ja, dass es sogar das Symptom gibt, dass kurzfristiger Aufenthalt in diesen Stressfeldern zum Teil eine energisierende Wirkung auf den Körper haben. Ja? Du wirst hochgeschaukelt in deinem Energiefeld, du wirst gefördert oder gefordert. Ja? Mhm. Das ist okay. Das ist auch nicht weiter schlimm. Wir sprechen immer davon, wo hältst du dich zu 70%, 80%, 90% auf? Und das machst du am Arbeitsplatz, im Bett und ich sage es mal auf der Couch. Ja. Und wenn du zwischendurch in den Supermarkt gehst, mal halt schon einkaufen, du gehst mal 2 Stunden ins Kino und 2 Stunden im Kino sitzt du im geopathischen Feld, das drückt der Körper weg, das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber diese Permanenz über Wochen, Monate, Jahre, das ist das, was den Körper kaputt macht. Ja. Und auch mit den Mobiltelefonen, ich habe früher viel mit Alkoholikern gearbeitet. Ein Alkoholiker wird nicht Alkoholiker, weil er 2 Jahre Alkohol trinkt. Oder die Leber geht nicht deswegen kaputt. Sondern die Leber braucht schon endlich mehr Jahre, bis sie sagt dieser Schluss mit lustig, ja. Und genauso ist es mit dem menschlichen Körper. Der menschliche Körper kann viel verarbeiten, wenn du ihm wieder Ruhephasen gibst und Genesungsphasen genügend. Beispiel Lebensmittelunverträglichkeit, wo ich viel mit arbeite. Tiramisu ist eines der fürchterlichsten Lebensmittel, die es gibt. Schädlich.
So, jetzt sagst du, jetzt esse ich ein Tiramisu. Fein. Und wie Martin Luther gesagt hat, wenn du sündigst, sündig richtig, ess nicht nur eins, sondern ess drei, mach dich richtig kaputt an dem Tag, dann hat sich wenigstens gelohnt. Ja? So, der Körper nimmt das, verarbeitet das und macht weiter. Wenn ich aber jetzt jeden Tag ein Tiramisu esse, dann kommt es zu einer permanenten Schädigung, die der Körper nicht mehr so einfach wegsteckt. Das heißt, jede kurzfristige Schädigung, Falschbehandlung des Körpers ist okay, wenn du wieder dann zu deiner Ruhephase zurückkommst, wo der Körper vernünftig behandelt wird. Also gehst jetzt raus ins Freie, in die Wildbahn, kommst aus deinem gesicherten Haus raus und läufst jetzt durch elektromagnetische Felder durch. Fein. Ist kein Problem, weil du da nicht stundenlang, jahrelang dich drin aufhältst. Nächste Frage. Welche Auswirkungen, also wenn diese elektromagnetischen Felder eine Auswirkung haben auf uns? Klar, logisch müssen sie ja auch Auswirkungen haben auf Flora und Fauna. Ja. Lebensmittel. Mhm. Wir nehmen sowohl tierische Nahrung zu uns als auch pflanzliche Nahrung, die wahrscheinlich dann wiederum beeinflusst sind von diesen elektromagnetischen Feldern. Ist doch möglich, oder? Klar. Wir haben ja auch, wie ich auf meiner Webseite beschreibe, das weiß man auch, das ist lange bekannt, es gibt gewisse Tiere, die sogenannte elektromagnetische Felder suchen und sich darin wohlfühlen. Beispiel, wenn deine Katze, eine Hauskatze, kommt oft nachts zu dir, wenn du im Bett schläfst und legst sie aufs Bett, weil sie in deiner Nähe sein möchte. Mhm. Wenn du jetzt tagsüber nicht ins Bett bist und die Hauskatze trotzdem in dein Bett geht, dann können wir davon ausgehen, dass dieses Feld, wo sich die Hauskatze gerne auffällt, ein sogenanntes natürliches geopathische Stresszone ist. Es gibt Tiere, die suchen. Und es gibt Tiere, die ablehnen. Ich habe gelesen in der Literatur, dass man früher Schweine genommen hat, weil man ein Haus bauen wollte, um zu sehen, wo die Schweine sich niederlassen. Die Schweine haben sich immer niedergelassen, wo kein geopathisches Feld war. Und dort hat man dann das Haus gebaut. Also man weiß in der Natur, dass viele Tiere geopathische Felder ablehnen, also die elektromagnetischen Felder ablehnen, und manche, die geradezu anziehen. Und das Gleiche gilt für Pflanzen auch. Dass also Pflanzen, die auf Teufel komm raus, nicht in einem geopathischen Feld, in einem elektromagnetischen Feld wachsen. Du gießt die und du pflegst die und sagst immer, ich verstehe gar nicht, ich mache alles richtig und die Pflanze nach 2 Monaten ist ja immer wieder kaputt und so weiter. Dann kannst du davon ausgehen, jawohl, das ist so ein Feld. Und die Pflanze kann das nicht ab, egal wie gut du das meinst. Die Nachfolgeerscheinungen, wenn wir diese Dinge denn essen, ob das Pflanzen oder tierische Teile sind, habe ich persönlich noch nie untersucht und ich habe auch bisher nichts in der Literatur gefunden. Falls Zuschauer da was weiß, es gibt, mit Sicherheit gibt es Zuschauer draußen, die in manchen Themen, die ich jetzt anspreche, mehr wissen als ich. Mhm. Also bitte her mit den Informationen, mir E-Mails schicken. Ja? Mhm. Ich lerne gerne dazu. Und falls jemand was weiß über diese Frage, die ich nicht beantworten kann, würde ich das gerne dazu lernen. Okay. Nochmal zurück zu den Tieren. Wir sind ja auch Lebewesen, wie du und ich, Pflanzen. Und es ist für mich eine interessante Einteilung. Also dass manche ganz offensichtlich auch diese geopathischen Felder benötigen, wenn sie die aufsuchen oder wenn sie sich genau dort ansiedeln. Mhm. Wie erklärt sich das denn? Ich weiß es nicht. Weißt du auch nicht? Ich weiß es nicht. Ja. Es ist einfach naturgegeben. Und das geht so tief rein. Vielleicht gibt es wirklich wieder Zuschauer, die das wissen oder Forscher. Also ich weiß es nicht. Für mich selbst in der Praxis auch, es ist ein interessantes zu wissen, hat aber keine großen Konsequenzen auf unser Leben. Okay? Ich sehe da keine praktische Konsequenz für unser Leben. Und die Zeit, die ich habe und die ich versuche zu benutzen, um Informationen zu sammeln, nehme ich alles, was ich kriegen kann, um umso mehr zu verstehen. Das wäre also interessant genau, zu wissen. Genau, das wäre für mich auch so diese Verstehensfrage über das, was tatsächlich dahinter steht. Und je mehr wir davon wissen, umso mehr können wir zusammensetzen und dem auch begegnen oder einfach damit vielleicht auch arbeiten. Lösung daraus entwickeln. Lösung daraus entwickeln. Richtig. Klar. Je tiefer das Verständnis ist, also sehr guter Punkt, je tiefer das Verständnis für eine Sache ist, je mehr tatsächlich Informationen du hast, keine dummen Informationen, die nicht stimmen, je mehr Wahrheit du hast, je eher kannst du daraus natürlich eine Konsequenz, ein Konzept entwickeln zur allgemeinen Verbesserung. Ist ganz klar. Genau. Aber meine Kapazität im Moment reicht an manchen Stellen nicht aus dafür. Ja, genau. Aber ich arbeite dran. Okay, gut. Ich arbeite dran. Genau, das war schon so eine Frage, die auch dahin oder die also je mehr Wissen wir darüber haben, also über die Faktoren, die uns umgeben, umso besser können wir eben uns auch trainieren. Also wenn ich weiß, Wasser hat
keine Ahnung, 6 Grad oder 20 Grad, sind das natürlich jeweils andere Gegebenheiten, jetzt natürlich übertragen auf die elektromagnetischen Felder, und umso besser kann ich dann auch damit umgehen und dem begegnen, wie auch immer. Also du hast ja verschiedene Möglichkeiten gefunden, diese Felder zu neutralisieren. Zu harmonisieren. Zu harmonisieren. Also nochmal dazu, jede dieser Produkte, die wir heute benutzen, Mobiltelefon, WLAN, bla 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 bla, die ganzen Dinge, die sogenannten elektromagnetischen Felder kreieren, denen wir uns mehr oder weniger bewusst sind, haben dieses sogenannte Torsionsfeld, und die einzige Ausweg, den ich sehe, ist das zu harmonisieren. Also Beispiel, es gibt manchmal Leute, die sagen, ah, wir im Mobiltelefon, wir blocken das elektromagnetische Feld. Ja? Wir blocken das, wir stoppen das. Ja? Mhm. Das sind dumme Aussagen, Entschuldigung, aber weil, wenn ich ein elektromagnetisches Feld muss ich haben, um ein Mobiltelefonat zu führen. Ich muss es haben. Ohne elektromagnetisches Feld kann ich gar nicht mobil telefonieren. Ja? So, jetzt habe ich mit Hausbiologen zusammengearbeitet. Die können nachweisen, das elektromagnetische Feld, habe ich auch Messgeräte, ist kein Problem, nachweisen das elektromagnetische Feld von einem Mobiltelefon. So, jetzt machen wir unsere Technologie rein in das Mobiltelefon, das ist gerade so eine kleine Checkkarte, die man drauf heftet. Ja. So, und dann messen die nochmal nach und dann sagen sie, ja, das hat ja nichts bewirkt, das ist ja genauso wie vorher. Mit ihren Messgeräten können sie das nicht feststellen. Mit unserem neuen Messgerät können wir es feststellen, weil sie können nur die Menge der elektromagnetischen Felder messen. Aber wir messen mit dem Messgerät die Qualität. Das heißt, das Chaos im Torsionsfeld können Sie nicht messen. Das können Sie gar nicht sehen. Also das heißt, die messen die Menge der Energie, die da unterwegs ist. Von dem elektromagnetischen Feld, die messen die Menge. Genau. Ja, genau. Und das kannst du aber mit deinem Gerät auch machen, weil die Energiemenge, die notwendig ist für bestimmte Dinge, müsste doch eigentlich logischerweise gleich bleiben, oder? Die bleibt gleich. Genau das. Und da stolpern die drüber und dann flippen die aus. Weil wir sagen, schau, dein Messgerät zeigt, dass, sagen wir mal, 2000 Milliwatt beim Mobiltelefon, Schädlichkörper, ja, ist nach wie vor da. Aber was Entscheidende ist, die Qualität im elektromagnetischen Feld, im Torsionsfeld, in dem sogenannten Informationsfeld, haben wir vom Saulus zum Paulus gedreht. Mhm. Wir haben es harmonisiert. Und unser Messgerät zeigt diese Harmonisierung. Den ihr Messgerät zeigt nur die Menge. Mhm. Ja? Mhm. Also das wäre ein Beispiel, ich fahre mit meinem Auto, was vollkommen klapperig ist und wackelt und schüttelt 180 Kilometer in der Stunde. Ja? Und ich sage, das ist ja fürchterlich, und dann flippt die Autos auch. Und dann fahre ich mit einem Mercedes 500 180 in der Stunde. Ich habe dann in dem Auto Ruhe und Geborgenheit. Geschwindigkeitsmäßig sind die beiden gleich. Aber die Qualität des Autofahrens ist bei dem Auto eine andere Marke, eine andere Hausnummer. Also, wir müssen die Qualität der elektromagnetischen Felder verändern. Nur die Qualität von einem negativen Störfeld in ein harmonisches Feld, was den Körper nicht kaputt macht. Ja. Und das ist das, was wir tun und das, was getan werden muss auf diesem Planeten. Wir müssen es tun, weil die elektromagnetischen Felder werden immer mehr. Wir haben in Deutschland ungefähr 80 Millionen Einwohner und im Moment mehr als 100 Millionen Mobiltelefone. Ja. Und die Zahl steigt. Ja, Sendemasten. Die kommen noch dazu. Die kommen noch dazu, genau. Ja. Und das steigt alles. Es wird also mehr. Und dann die Smart Meter jetzt und so weiter. 5G, es wird alles mehr. Ich meine, das 5G ist ja das größte Kapitalverbrechen, was ich kenne. Ja. Da gibt es übrigens sehr hervorragende Arbeiten. Der Ivo Sasek und sein Team in der Schweiz liefern also mit Klagemauer TV und so weiter. Kann ich jedem Zuschauer nur empfehlen, sich da einzuschalten, zu abonnieren, denen ihre Informationsbriefe. Und wenn die Leute auf meine Webseite gehen, da gibt es von Klagemauer TV und von Ivo Sasek seinen Leuten eine zweiseitige Abhandlung, was 5G wirklich ist. Und die Leute können das da kostenlos runterladen oder bei Klagemauer TV bei den Leuten abonnieren. Ganz tolle Informationen. Aber es ist einer der größten Verbrechen, die wir bisher haben auf dem elektromagnetischen Feld. Und es macht die Menschen absolut kaputt. Mhm. Ja. So, also, wir können, die Industrie wird nicht auf uns hören. Denen geht es um Geld, denen geht es nicht um Gesundheit. Der Staat wird nicht auf uns hören. Ja. Was erwartest du von einem Staat, der Chemtrails auf dich runterlässt? Wo ist da die Verantwortung? Wir kommen nur durch, wenn jeder von uns das erkennt und zusammenarbeitet und sagt, was muss ich tun, um mich selbst und meine Familie zu schützen? Mhm. Ob das die Qualität des Trinkwassers ist, der Luft oder die elektromagnetischen Felder oder die Qualität der Lebensmittel. Wir können nicht umhin, als uns dafür zu engagieren,
dass wir das verbessern und versuchen zu kompensieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also wie ich ein Haus harmonisieren kann und da tatsächlich in ein geschütztes Feld hinein oder ein geschütztes Feld, wie du sagst, erzeuge. Genau. Kannst du das näher beschreiben? Wenn ich also jetzt in einem Haus diese natürlichen Strahlen und die menschengemachten, in deinem Haus hast du eine Kombination im Normalfall. Du hast geopathische Stresszonen von der Natur und die menschengemachten elektromagnetischen Felder, Mobiltelefon, WLAN und so weiter, nein, WLAN vom Nachbarn, dann musst du einfach hingehen und diese Technologie habe ich nun mal entwickelt, wo wir das harmonisieren können. Und da bin ich sehr glücklich drüber, weil es eine Alternative für die Menschheit ist, sich zu verbessern und seinen Körper und seine Familie zu schützen. Wir können insgesamt alle diese Themen harmonisieren. Wir können, was viele Leute nicht wissen, dass jeder Bildschirm den Menschen kaputt macht. Jeder Bildschirm. Okay? Wir können den Bildschirm harmonisieren, wir können das WLAN harmonisieren, wir können das Auto harmonisieren, wir können die geopathischen Felder harmonisieren. Wir haben diese Technik da, die ist da. Die ist jetzt da, wo wir das alles harmonisieren können. Kann man auf meiner Webseite nachlesen, sieht Videos, Demonstrationsvideos, man kann mir E-Mails schicken, man kann mir Fragen stellen. Ich versuche, die zu beantworten, aber es ist da. Ist natürlich von der Großindustrie nicht unterstützt. Als ich damit rausgekommen bin, haben manche mir gesagt, jetzt wirst du ja Millionär, jetzt jede Mobiltelefonfirma der Welt wird dein Teil in das Mobiltelefon einbauen. Da habe ich gesagt, die werden den Teufel tun. Denn dann würden sie jetzt zunächst mal zugeben müssen, dass sie ein Problem haben. Und das werden sie nicht zugeben, freiwillig so nicht. Also es ist ja auch so, bei den Mobiltelefonen hätte man eigentlich auch andere Frequenzen wählen können, oder? Nicht andere Frequenzen, aber man könnte diese Technologie, die wir haben, einbauen. Ja. Und man kann unsere Technologie in jeden Turm der Welt einbauen, jeden Funkturm. Und damit wären alle Mobiltelefone gesund. Und ich zeige das in meinem Workshop, weise ich das nach. Wo ich also Beispiel, du hast so einen Teil von mir in deinem Telefon drin, ich habe es nicht. Du rufst mich an und die Harmonisierung deines Telefons läuft über die Satelliten quer durchs Weltall, kommt zu mir an und wenn es bei mir ankommt, ist es immer noch harmonisiert. Also wir können das. Wir haben die Technologie. Das bedeutet praktisch, je mehr Menschen diese Harmonisierung bei sich vornehmen, umso mehr strahlt es dann auch nach außen, weil das übertragen wird. Genau. Also theoretisch bei 100 Millionen Telefonen in Deutschland, wenn wir 50 Millionen das einbauen und die telefonieren mit den anderen, die kassieren die anderen 50 Millionen theoretisch mit ein. Ja. Aber es ist wirklich kein Problem. Wir können das. Das Bewusstsein der meisten Menschen ist halt nicht da. Warum? Weil das Mobiltelefon nicht riechen, schmecken können in den elektromagnetischen Feldern. Sie haben keine direkte negative Rückkopplung. Du hast eben das Stichwort erwähnt, sensible Menschen. Und ich sage zu den Leuten, wenn die in meinen Workshops kommen und sagen, ja, ich bin hochsensibel. Dann sage ich, nein, du bist nicht hochsensibel, du bist normal. Alle anderen sind abgestumpft. Ja, wir sind abgestumpft, wir merken es einfach nicht. Wir müssen es einfach merken, aber wir merken es nicht. Der Mensch ist dafür ausgelegt, dass er das spürt. Aber wir sind so überschattet mit negativen Einflüssen, mit psychologischen Einflüssen, mit physischen Einflüssen, mit schlechtem Wasser, und wir sind alle vergiftet, mehr oder weniger, dass wir das gar nicht mehr die Sensibilität haben, um zu merken. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe seit 20 Jahren, schaue ich kein Fernsehen mehr und lese keine Zeitung. Und wenn ich heute, wie jetzt im Hotel, da läuft ein Fernsehsender, dann bin ich so sensibilisiert, dass ich nach jedem zweiten Minute sage, ja, so ein Mist. Wen interessiert das denn? Ja, das nervt mich. Wenn ich mich gesund ernähre, wirklich gesund ernähre, und dann was esse, was mir nicht bekommt. Das heißt, ich merke sofort, es bekommt mir nicht, weil der Körper sensibilisiert ist. Wir haben weitgehend die Sensibilisierung verloren durch Überlagerung von Negativen, psychisch und physisch. Jemand, der vergiftet ist, hat halt Probleme, sich zu spüren. Das heißt praktisch auch, dass die Auswirkungen von Mobilfunk oder von den elektromagnetischen Feldern, was das ganz konkret ist, kann man dann unter Umständen auch gar nicht mehr sagen, weil wir so viele Faktoren haben, die destruktiv ganz offensichtlich auf uns einwirken, dass es schwierig ist, dann zum Kern zurückzukommen. Oder wie siehst du das? Na, das Beispiel, schau mal die Ärzte an. Kein Arzt ist im Prinzip an der Universität ausgebildet, geopathische Felder bei seinem Patienten zu untersuchen. Ja. Also wenn ich jetzt Arzt wäre und dann kommt ein Patient zu mir,
dann würde ich als Erstes sagen, jetzt schauen wir mir zu Hause mal nach, ob du in geopardischen Feldern lebst. Ich habe keine Lust, dich versuchen, gesund zu machen, wenn du nach Hause gehst und dich in so ein Störfeld reinlegst, 8 Stunden und schläfst. Dann ist das eine Berg- und Talbahn. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich bringe erstmal die Dinge bei mir im Leben in Ordnung, die in Ordnung gebracht werden müssten, dann habe ich viele Baustellen. Und den meisten sind das zu viele Baustellen. Das heißt, viele Leute machen zu. Sie möchten es nicht konfrontieren, das ist unser Hauptproblem. Beispiel, die Dame, die meine Webseite macht, ja, die liest ja den ganzen Text über meine Ausarbeitungen über elektromagnetische Felder. Die hat die ganzen Videos gesehen, die ich gedreht habe, wo alles nachgewiesen wird. Ja. Glaubst du, die hat für sich einen Schutzteil für sich selbst und ihr Kind gekauft für ihr Mobiltelefon bei mir? Das heißt, der Effekt, den wir mit unserer Arbeit erreichen, ist eine Minderheit. Wir erreichen eine Minderheit. Die Mehrheit ignoriert, weil sie es nicht schmeckt, spürt. Ja, es ist kein direkter negativer Effekt da. Und deswegen wird es dann sehr schnell ignoriert. Den langfristigen Effekt können Sie nicht bemerken. Sie können nicht bemerken, dass den Krebs, den Sie im Gehirn haben, in 20 Jahren vermutlich vom Mobiltelefon kommt. Ja. Und die positiven Auswirkungen, wie machen die sich fest, wenn ich also jetzt mein Telefon schütze oder die Wohnung? Welche Erfahrungswerte gibt es da? Also ich habe viele Leute, die mir Rückkopplung geben und sagen, ich kann besser schlafen, ich habe diesen Druck nicht mehr, wenn ich telefoniere oder die Hitze oder ich merke, dass mich was torpediert hier. Das ist das höre ich immer wieder. Aber wie bei allen guten Dingen im Leben gehen die in einem auf. Das heißt, wenn du jetzt gesund dich ernährst, wirklich gesund ernährst, gute Vitamine nimmst, die meisten Vitamine sind keine echten Vitamine, echte Vitamine nimmst, dann wird ein Teil deiner selbst. Das heißt, du wirst jetzt nicht sagen, Mensch, ich habe gemerkt jetzt für die letzten 3-4 Jahren, mir geht es gesundheitlich besser. Das wird ein Teil von dir. Ja? Wenn du eine Umstellung machst von heute auf morgen, dann könnte es sein, dass du den Unterschied direkt merkst. Aber sonst wird das schleichen. Wenn ich heute meinen Computer habe, der 10-fach schneller und besser ist als der von vor 10 Jahren, dann sitze ich nicht vom Computer und sage, ach, wie ist der toll, ach, wie ist der toll, ach, wie ist der schnell. Dann beschwere mich, dass er inzwischen wieder langsam ist. Ja. Das heißt, viele Dinge, die positiv in unserem Leben sind und keine direkte Rückkopplung negativ haben, werden einfach als gegeben, als natürlich genommen und wir leben damit. Diese Verbesserungen, des Verbesserungs im Leben, ist oft wünschenswert, dass jemand das direkt merken würde. Manche spüren es, manche nicht. Tatsache ist, dass wir wissen, dass mit jeder Sache, die du deinem Körper Gutes antust, du halt langfristig gesünder lebst. Okay. Also diese Rückkopplung, gerade weil du das vorhin erzählt hast, diese natürlichen elektromagnetischen Felder, die du ja auch beeinflussen kannst mit verschiedenen Geschichten, vorher, nachher, also wenn ich meinen Schlafplatz an einer Stelle habe, die negativ belastet ist oder die ein Störfeld ist letztendlich, und dann harmonisiere ich das, müsste ich ja wirklich direkt eine Auswirkung dann auch... Viele haben das. Sie bestätigen mir, dass ihr Schlafverhalten anders geworden ist. Ihr Nervosität, dieser Stressfaktor, dieser Druck, dass sich das verändert hat. Viele merken das und bestätigen mir das auch immer wieder. Letzte Woche erst wieder ein Mann, der zu mir gekommen ist, in mein Büro mir die Hand geschüttelt hat, dass ich sein Leben verändert habe. Das freut einen natürlich. Ja. Aber dass diese Dinge, wenn jemand direkt eine Belastung hat, viele Leute haben Kopfweh, fangen an, doch ernsthafte Probleme zu haben. Ein Freund von mir, der mir jahrelang nicht zugehört hat, wo ich gesagt habe, mach das nicht. Der hat immer das Mobiltelefon und das Bluetooth-Ding hier. Ich habe ihm das erklärt, wir haben das ein paar Mal gezeigt. Er hat mich ignoriert, jahrelang. Und er hat jetzt einen Krebs im Auge. Ja. Und dann sagt er natürlich, scheiße, ich hätte auf dich hören sollen. Ja. Aber wir kämpfen ja darum, dass jeder das versteht, um das Entsprechende zu tun. Und das ist ja nicht nur mit elektromagnetischen Feldern, es geht um Wasser, es geht um Lebensmittel, es geht um generelle gesundheitliche Aktionen im Körper, es geht um die Zähne, es geht um alles. Wir sind 10 Kämpfer. Ja? Elektromagnetisches Feld ist einer der 10 Kämpfer, die wir machen. Einer der 10 Kampfdisziplinen. Ja? Und dann kommt Essen und Wasser und Luft. Also man muss praktisch viele, viele, viele Komponenten im
Auge haben, um tatsächlich, wie du sagst, auch für sich selber aktiv in Harmonie zu kommen. Und man kann sich verschiedene Mittel dazu holen, aber letztendlich gibt es ja auch immer eine Verantwortung, die bei mir selber liegt. Und wir hören ja immer wieder davon, dass unsere Gedanken tatsächlich auch das, was uns dann im Außen begegnet, beeinflussen. Und natürlich kann ich mit meinen Gedanken sehr zerstörerisch wirken, aber eben auch mit dem Gegenteil, also tatsächlich ordnend, klärend, je mehr ich wirklich auf die eigenen Prozesse achte und in einem Veränderungsprozess drin bin für mich, der konstruktiv ist, umso mehr wird mir das dann wahrscheinlich auch im Außen begegnen. Klar, das hat natürlich alles mit Bewusstsein zu tun. Aber ich gebe dir ein Beispiel genau in diesem Bewusstseinsthema. Ich habe gestern gerade in Berlin eine kleine alternativen Gesundheitsmesse ausgestellt und habe Workshops dort gegeben. Dann kommt eine Dame auf so eine alternative Messe, Dinge zu finden und Dinge zu entdecken, Dinge zu lernen. Und sie kommt jetzt zu mir, ob ich sie testen kann mit ihrem Mobiltelefon. Habe ich sie dann getestet und sie hat keinerlei Schutz auf ihrem Mobiltelefon drauf. Und dann sage ich, ja Mensch, du weißt doch, dass das Mobiltelefon dich schädigt. Ja, ja, wo bleibt die Konsequenz? Also die Konsequenz, denn wirklich was zu tun, bei vielen im Endeffekt fehlt. Sie kommen zu so einer Informationsmesse über Gesundheit und das Elementarste tun sie nicht selbst. Mhm. Und alle Leute, die ich getestet habe, hatten schlechtes Wasser. Und alle Leute, die ich getestet habe, die sogenannte Teile hatten, die sie gekauft haben, die sie angeblich schützen sollen und was bewirken sollen, haben sie einfach getestet und sie haben nicht funktioniert. Aber sie haben es im guten Absicht gekauft und leben damit. Ja? Und es ist leider so, dass dieser Wunsch Geist über Materie, dass der Geist die Materie bestimmt, haben wir also unsere Limits, an denen wir arbeiten. Ja? Dass unser Geist immer mehr die Materie bestimmt. Und die Frage ist, kann der Geist ein elektromagnetisches Feld, die negativen Chaos im elektromagnetischen Feld, vom Geist aus beherrschen oder nicht? Also beherrschen zuerst mal beeinflussen überhaupt. Harmonisieren. Ist das möglich? Hast du solche Untersuchungen auch gemacht? Oder? Was ich im Moment mache, ist, dass ich auf meinen Workshops Energie von Mensch zu Mensch über den Raum übertrage, durch Telepathie. Das mache ich also. Das heißt, in meinen Workshops gehe ich hin, habe eine Person, und über Telepathie übertrage ich Energie zu dieser Person. Mhm. Und diese Energie ist sofort testbar bei der Person. Mhm. Und an der Stelle bin ich dran. Mhm. Und das ist jetzt meine Schwelle. Mhm. Und ich bin sicher, wie ich immer sage, man lernt nie aus. Und beim Todestag lernt man am meisten, in der Todesminute. Das Feld ist so groß und es macht mich so neugierig. Und beschäftigt mich jeden Tag und freue mich darüber. Für mich gibt es auch kein Weihnachten oder Freitagsabend oder das Wochenende, jetzt kein Büroschluss oder so, weil das, was ich tue, interessiert mich. Ja. Und wenn ich etwas interessiert, ich meine, Picasso hat ja nicht den Pinsel mit 60 hingelegt und hat gesagt, ich höre jetzt auf zu malen, ich gehe in Pension. Ne? Pension ist ja eine schlechte Erfindung in der Gesellschaft, finde ich. Das ist ein anderes Thema, aber es interessiert mich einfach. Ne? Ja. Und wenn mich was interessiert, gibt es keinen Feierabend oder gibt es keinen Arbeitstag oder irgendwas. Dann gibt es auch immer eine Weiterentwicklung und neue Möglichkeiten, Also wir haben ja jetzt nur in den Stunden, die wir uns vor der Sendung ausgetauscht haben, schon festgestellt, wo viele Sachen, die du noch vor, was weiß ich, vor einem Jahr vielleicht besprochen hättest, haben sich jetzt schon enorm weiterentwickelt. Also es gibt keinen Stillstand. Absolut. Und das ist ja etwas, was absolut Hoffnung macht und Spaß und eben einfach auch die Freude am Leben. Ja, und vor allen Dingen die Chance für uns zum guten Überleben. Absolut. Weil es gibt ja viele gute Leute draußen, die viele gute Sachen machen. Ja. Und die müssen halt zusammenkommen, die müssen zusammenarbeiten. Ich denke auch, ja. Lieber Norbert, herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauer, ich denke, wir haben eine Menge Fragen hier erörtert und bewegt und es sind noch einige neue entstanden. Und jeder kann mitdenken, jeder kann dazu beitragen, dass, ja, dass Entwicklung stattfindet und wir letztendlich an einem besseren Ort leben als heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal hier bei Querdenken TV.